So, ich dachte schon, ein schwarzer Bildschirm. Jetzt geht's weiter. Ja, ich habe jetzt einfach noch Bock aufzunehmen, deswegen kommen jetzt die nächsten 2-3 Tage oder die nächsten 2 Tage noch Pokémon. Dann geht's weiter wahrscheinlich mit Chrono Trigger und dann wird's nächste Woche wieder Super Mario RPG geben und ja. Also alles so quer durch den Gemüsegarten wird es jetzt einfach mal geben. So. Und ich freue mich wirklich. So. Wenn wir hier reingehen, sehen wir keiner da. Tschüss. Ja. Und ich werde, das habe ich mir auch schon ein bisschen entschieden, dieses Rätselhaus machen, weil da gibt Experience. Und ich werde gegen alle Trainer kämpfen. Also wirklich alle, da ihr ja schon gesehen habt, dass es wirklich schwer ist, Scaraborn zu trainieren. Und so, Pflanzen, nein! Ja, ich wollte jetzt erstmal nur mein Mikrofon ein bisschen näher ran machen. Das ist eine Schönheit, glaube ich. Schönheit? Lady. Naja. Hornattacke. Ach so, und das sind ja die, die mit Top-Genesung ihre Level 7er Pokémon heilen, nicht wahr? Ja. Die haben das Geld ja dazu. Die haben das Geld. Und tot. Aber die geben auch viel Geld, das ist schön. So, fangen wir hier an. Holen wir uns dieses Item. Ein Pokéball, yay! Ah, den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Da wir ja eh keine anderen Pokémon. Knilz! Mit Knilz hätte ich auch gerne einen Solo-Run gemacht, weil Knilz auch cool ist. Knilz ist wirklich genial. Mit Knilz macht's auch Spaß. Kann ich mit Fug und Recht behaupten. Obwohl Kappels auch ein bisschen besser ist. Und deswegen bevorzuge ich bei Solo-Runs immer Pokémon, die keine Entwicklung haben. Weil die können sich nicht entwickeln, da bleibt das immer gleich und das ist auch irgendwie besser. Und ich glaube, ich muss jetzt wirklich ein bisschen trainieren. Weil mein Gekabo wäre wahrscheinlich jetzt schon auf Level 11 oder so, keine Ahnung. So, was steht hier? Tipps für Trainer, bla bla bla. Ja, komm. Schaloko, Panikon, was auch immer. So, Härtner. Das juckt mich sowas von gar nicht, denn ich habe Hornattacke. Ich habe eine Menge. Ja, Käfer-Pokémon-Team. Und wie viel hat er gefangen? Oh, 4. Ich glaube 4 Baumpilz, nicht wahr? War das nicht der? Ich glaube, das war der mit den 4 Baumpilz. Und ich weiß auch gar nicht, wann Heracross, also Scaraborn, irgendeine Kampfattacke lernt, weil die wäre ja sehr nützlich bei bei der guten Felicia. Level 10. Muss ich nachher mal wieder gucken. Weil da bin ich mir auch nicht mehr so sicher, muss ich dann nochmal gucken. Und fertig. So. Ja, Knilz, yay, Knilz. Paraheiler, super. Brauche ich bestimmt auch irgendwann nochmal. Spätestens wenn Knilz mich irgendwann mal paralysiert durch Sporen besporen wird. Wie ist die Fähigkeit von ihm so? Ich weiß nicht mehr. Oh, Devin wäre. Nein, doch, Knilz habe ich gesehen, aber egal, Blütenbockwald, bla bla bla, hätte nicht. Ey, bla. Ja, und ich werde das auch nicht vorlesen, weil ich erstens gerade nichts zu trinken bei hab, wo mein, damit meine Stimme bzw. mein Mund etwas befeuchtet wird. Und zweitens habe ich auch gerade nicht die Lust dazu, irgendwas vorzulesen. Aber der ist besiegt. Schnell. Effektiv.
Ich hoffe mal, dass ich noch im Level-Niveau bin. Superball. Und ich glaube, Felicia hat, glaube ich, Level 12er Pokémon. Yay. Ningata. Und ja, was ich auch noch sagen will, bevor ich gegen Felicia kämpfe, werde ich mein Gekabor wieder ins Team holen. Weil das kann wenigstens Absorber, was wenigstens ein bisschen besser ist gegen Gesteins Pokémon. Und das war auch meine größte Sorge, wie mache ich den ersten Arena-Leiter. Weil das ist ja wirklich nicht so einfach. Schwabini! Schwabini, stirb! So, und Level 11. Ausdauer. Das hilft mir nicht sehr viel weiter. Da kommen wir noch nicht weiter. Amira-Bären. Amrena-Bären. Oder was auch immer. Hier sind nochmal Siegel-Bären. Yay! Ah, Kugelsaat. Vielleicht kann das ja, aber ich glaube nicht. Nein, scheiße. Oh, Schnösel, ja. Schnösel René. Mit dem gleichen hässlichen Zickzacks wie die Lady von vorhin. Nur in schwach. Ja, die kann ich von da aus sehen, oder was? Yay, Elisa, Lotorzel. Hornattacke. Yay, Party. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht abkacke. Das wäre ziemlich scheiße. Yay. Bei denen hier. Ach, die kämpfen nicht. Ach so. Na, dann muss ich mir nachher Gekabo wiederholen. Na, wenn die nicht kämpfen, wenn ich nur eins habe, dann ist das natürlich scheiße. Aber so bin ich denen ganz schnell entgangen. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man sowas weiß. Also ich wusste es bis jetzt gerade nicht. Und das letzte Carpador mit Tackle. Noch nicht. Ach, Platscher, Tackle, tot. Und besiegt. Die Oma. Maronbeere. Bla bla. Yonago. Und keine Ahnung, Hirsef am Arena werden. Okay. Und hier sind wir in Metarost. City. Gehen wir gleich nochmal zum Haus des Zerschneiders. Bla bla. So, dann gehen wir jetzt nochmal schnell hierher. Holen uns mein liebes Gekabor. So, und dann gehen wir nochmal in Richtung Zwillinge, oder? Ja, denke ich mal. Zwillinge, kommt her zu mir. Ja, und wenn ich jetzt mitten im Kampf aufhören muss, ist jetzt nicht das Problem. Es sind ja noch zwei. Und auch noch sehr schwache. Hornattacke und Fund. Toad-Attacke. So, und
Tod, Tod, bitte Tod. Yay. Und Level 9 Gekka-Bohr brauche ich nicht. Und Gekka-Bohr levelt halt sehr viel schneller als Heracross, was ein wesentliches Problem an Heracross ist. Aber das soll jetzt erstmal nicht unsere Sorge sein. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, das war's für heute mit Pokémon Smaragd. Ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen und dann war's das, denke ich mal. Das war erstmal ein guter Einstieg und dann... Ich hoffe, ihr freut euch und ja, bis dann. Ciao.